Okay, the game is on. Unser zweiter Versuch, diesmal in Stefans Dom. Ich hoffe, dass meine lieben Mitvampire dieses Mal etwas klüger sind und die KI, die Leute. Reicht nicht von der Stelle. Finden Sie Luther Black, okay. Und die KI diesmal nicht so doof ist, dass alle wieder direkt in die Sonne rennen und sterben. Wäre zumindest ganz schön. Ich weiß, die letzte Folge war ein bisschen kurz. Ich hatte auch eigentlich vor, danach weiterzuspielen, aber ich war etwas zu sauer. Und angefressen. Ach Gott, die Synchro von den La Sombra-Typen ist immer noch unter aller Sau. Wir haben dich getötet, das haben wir getan. So, hier geht's raus in die Sonne. Meine zahlreichen. Ja, ist okay. Was haben wir noch im Inventar? Blut brauchen wir da vor allem. Du hast ein bisschen wenig Blut. Ja, ich hätte vielleicht nochmal shoppen gehen sollen mit meinen Vampirfreunden. Die verhasste Sonne bringt mich um mein Leben. Dann lauf doch nicht rein, du dumme Pute. Was mit dir? Warum stehst du da hinten so doof rum? Damit die alle nochmal durch die Sonne laufen. Ey, Leute! Oh. Echt jetzt, sie ist tot. Nee, ich lad nochmal. Es ist mir gerade. Gibt's irgendeine Mod eventuell, dass die ein bisschen klüger werden? Weil die sind gerade strunzdoof. Also wirklich übertrieben, brutal doof. Ja, das haben wir schon gesehen. Komm, überspringen. Okay, wir machen es jetzt mal auf die kompliziertere Art. Ich nehme bei allen ich ziehe mich zurück. Den automatischen Laufmodus raus. Ich halte ein. Mit Moment. Okay, das funktioniert. Dann laufen wir alle mal einzeln. Kehrt zu mir zurück. Okay. Das funktioniert. Dann mache ich automatisches Folgen raus. Begleitet mich. Okay, dann kommen die nur, wenn ich sie rufe. Damit muss ich die dann halt alle einzeln da lang manövrieren. Geld bleiben und Geld her. Kehrt zu mir zurück. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Ja, der süße Klang deines Schwertes ist immer noch besser als der monotone Klang deiner Stimme. Zur Hölle mit euch. Ach komm, stirb. Ich lasse euch stirb. Grammatik ist wichtig. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Ja. Tut mir ja leid. Okay. Ihr sollt mir nicht nachlaufen. Wieso? Ach, weil es wieder an ist. Okay. Ich halte ein. Ich muss gehen. Ich halte ein. Ich ziehe mich zurück. Du gehst da lang. Und stellst dich vor die Tür. Dahin. Dann ist Willi dran. Die alte Spaßgranate. Dann kommt unsere kleine Gothic-Sonnenanbeterin. Nicht in die Sonne laufen. Was hat der Hautarzt gesagt? Genau, das gibt ganz böse Vampirmelanome. So. Dann machst du die Tür auf. Dann warten, bis sie alle laufen. Kommt her, ihr doofen Ratten. Stehen bleiben und Geld her.
Wieso können die La Sombra dann in der Sonne stehen? Ich dachte, das sind auch Vampire. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt, kommt. Befreit euch von der Hölle mit euch. So. Dann mache ich kurz Pause. Und sag ihm, dass er da hingehen soll. Sie soll auch dahin gehen. Und natürlich soll er hier auch dahin gehen. So. Und dann mache ich das Spiel wieder an. Zur Hölle mit euch! Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Hör auf, in die Sonne zu laufen. Ja. Dumme Ratte. Kommen die anderen? Nee, ihr bleibt da stehen. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Versenk mich zu Asche. Aha. Okay. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Die Sonne. Sie versenk mich zu Asche. Getan. Heilen. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Du gehst jetzt. Die Sonne. Ach, lauf doch einfach in den Schatten. Kommt näher. Mach den da fertig. Stehen bleiben und Geld her. Das. Ja. Kommt näher. Mach, komm. Heilen. Kommt näher. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Okay. Geh in Deckung. Okay, du musst das erledigen. Du bist hier Fernkämpfer. Geh in Schatten. Dahin. Wo ist denn der hin? Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Wollen die mich jetzt verarschen? Kommt näher. Oh, und der wehrt sich natürlich nicht. Ey, ich sag mal. Zur Hölle mit euch! So. Jetzt bist du dran. Geh auch durch den Schatten. Kannst aber nebenbei noch den Ring da aufheben. Ich glaube, ich speichere gleich mal, solange die noch leben. Denn die machen es mir gerade unnötig kompliziert. Speichern. Das nehmen wir mal. So. Gibt es irgendeinen Geheimweg, wenn wir nicht in die Sonne müssen? Der dünne Pfad hier ist. Ah ja, tatsächlich. Ah, Junge! Oh, nee, die gehen natürlich da durch. Jetzt lauf doch einfach, statt stehen zu bleiben. Und heil dich. Heilen. Nee. Echt jetzt, er ist dadurch gestorben. Die verhasste Sonne bringt mich um mein Leben. Ja, ist okay. Warte. Bleib. Eins und los. Wollen die mich... Die Sonne.
Oh, lauf doch einfach weiter! Was soll denn der Scheiß? Und los. Das ist... Das Licht. Lauf doch einfach weiter! Du sollst meine Befehle ausführen. Erwarte in mir. Geh einfach dahin. Geh einfach dahin. Wir machen einen kleinen Schnitt. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschö. Okay. Ein letztes Mal versuchen wir mal da lang zu laufen und nicht zu sterben. Und los. Mann, nehme ich jetzt echt. Und los. Ey, sag mal. Oh, nee. Ey, das ist. Wenn die schneller reagieren würden, wäre das alles gar nicht so ein Problem. Und los. Nee. Einfach nur nee. Nee, echt jetzt. Nee. Ich trinke mal einen Schluck. Ich muss gerade irgendwie mich abreagieren. Ich muss runterkommen. Hat denn diesen Scheiß entworfen? Okay, probier es doch mal. Wobei, wisst ihr was? Das kostet mich jetzt so an, diese Stelle. Ich bin mal so frech und. Ich erwache. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen, aber... komm. Ich cheat jetzt mal meine Gruppe wieder ins Leben. Ich bin erwacht. Ich erwache aus meinem Schlaf. Okay, schauen wir uns hier mal um. Da ist Buch der Beherrschung. Was ist das? Schriftrolle Nebelgestalt. Ein Großschwert aus Rheinmetall. Oh. Wieso kann ich es nicht benutzen? Das Problem. Ah, ich habe zu wenig Körperkraft. Ich brauche einen Punkt mehr. Dann benutze mal. Ich habe da schon irgendwo eine Schriftrolle des. Geistige Berührung. Nee, das nicht. Erweckens. Wege des Abgrunds. Aber nicht da. Geh mal zu Christoph runter. Nee, solltest du nicht einfach hinlegen. Es gibt hier keinen Weg des Abgrunds.
Okay, Serena, du nimmst dir das Buch. Okay, wir können uns also in dem Level hier nicht irgendwohin teleportieren. Cool. Transportliste für den Sklaventransport im Oktober. Ladung: 7 sterbliche Sklaven und 3 kanitische Gefangene. Der Veltrues-Karawanenführer Graf Osi wird die Sklaven zum Gildehaus in Wien bringen. Okay. Das muss ich schon gelesen. Sardons Manifest. Das sollst du lesen. Buch der Beherrschung. So. Kehr zu mir zurück. Und ihr könnt mir wieder folgen. Kommt. Kehr zu mir zurück. Goldring. Was ist da noch? Silbermünzen. Den Goldring geben wir mal. Erik? Okay, Erik ist überladen. Ah ne, Erik steht einfach nur zu weit weg. Da. Goldring. An Erik. Erik zieht ihn an. Da hat er ein bisschen bessere Erscheinung. Und dann gehen wir weiter. Wege des Abgrunds gibt es ja hier nicht. Probier's nochmal. Wege des Abgrunds da. Okay, nee, gibt's hier nicht. Kann man nicht einsetzen. Schade. Sonst hätte ich mir gerade mit Christoph einen Punkt Stärke gegeben. Damit ich das neue Ding benutzen kann. Nicht in die Sonne laufen. Idioten. Okay, er bleibt da stehen. Von der Stelle. Du gehst dahin. Und schießt. Das war nicht der Plan. Du solltest. Du bist Fernkämpferin! Nimm den Claymore. Stehen bleiben und Geld her. Ah, hier ist wenigstens Schatten. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Begleitet mich. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Stehen bleiben. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Stellt euch vor, ich bin ein Priester. Und ich danke euch für eure Besitztümer. Nicht alle auf mich. Kommt näher. Ich hab doch eigentlich genug Leute. Wo sind die denn alle? Was ist in der Schatzkiste drin? Ein Claymore. Ah, da ist noch einer. Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Das habt ihr getan. Ach ja. Da. Du kriegst den Claymore. Da, du kriegst den. Und Schriftroll des Erweckens auf Christoph. Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Ja, trink einen Schluck. Haben wir sonst noch irgendwo Blut da? Hier, die Blutperle kannst du auch noch nehmen. Claymore. Was hast du für eine Waffe? 65, 65. Großschwert. Ach, das sind zwei hinter. Nee, dann nicht. Ach, du kannst das benutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Hier. Nimm das Großschwert. Der Hammer. Geschwindigkeit. Das nimmt sich nichts. Aber es sieht cooler aus mit Schwert. Mit Schwert sieht immer cooler aus. Glaube ich zumindest. Also, es ist mein Empfinden. Okay. Ihr bleibt mal alle da stehen. Ich muss gehen. Ich halte ein. Hier ist irgendein doofes Rätsel mit Schaltern. Ist da Sonne? Nee, okay, das ist das Licht von der Laterne. Dann können die wieder zu mir laufen. Begleitet mich.
Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, den und den. Weil die im Licht sind. Das war sogar richtig und zwar nur geraten. Cool. Ein Hoch auf den Floppy. Denn er ist gut im Raten. Stefans Dom Ebene 2. Spür meinen Stahl. Und hör den süßen Klang meiner Stimme. Und abonniere mich bei YouTube. Und gib mir ein Like. Und so. Echt jetzt das? Weicht nicht von der Stelle. Dieser Moment, wenn deine Charaktere, von denen du eigentlich ausgehst, dass das die Tanks sind, einfach mal so nebenbei verrecken. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Ja, da oben sind auch noch welche. Zur Hölle mit euch! Okay, die haben uns jetzt wohl gesehen. Die laufen zu uns, aber wir nehmen erstmal alles, was hier rumliegt. Und looten. Da ist noch ein bisschen Gold. Ich grüße euch, du würdiger Gegner. Und ich danke euch für eure Besitztümer. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Es ist echt... Ich weiß nicht, müssen die so sein? Müssen die so total schlecht eingesprochen sein? Sind die La Sombra so? Okay, wir gehen mal hier unten lang. Wobei erstmal wieder wecken. Hunger beschwört das Wilde in mir. Wie ein unbändiges Tier. Dann trink halt ein bisschen von. Und trinken. Trink halt ein bisschen von. Es sei euch gestattet, meinem Körper Blut zu entziehen. Gluck, 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 gluck. So. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich eigentlich. Egal. Ich bin gerade ein bisschen neben mir. Das Spiel macht mich gerade ein bisschen kürre. Kehrt zu mir zurück. Was ist hier? Ah, nee, da waren wir. Von da kamen wir. Okay. Dann gehen wir. Weißt du, was cool wäre? Wisst ihr, was cool wäre? Wenn hier nochmal das ganze Gold spawnen würde. Aber Gegner sind neu gespawnt. Lauft doch einfach, Leute, kommt hierher. Ich will, dass die mir hierhin folgen. Begleitet mich. Das ist der Plan. Begleitet mich. Ich will die einfach nur anlocken. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Habe ich noch irgendwo Blut? Wer hat Blut? Keiner? Du hast noch ein bisschen Blut. Gibt es hier die Schriftrolle? Kann man hier den Abgrund beschwören eventuell? Nein. Toll. Und erwecken wir sie mal. Geht nicht? Wieso können wir sie jetzt nicht erwecken? Du kannst. Trink einen Schluck von Chrissy hier. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen, um für euer Wohl zu sorgen. So. Du gibst dir noch ein bisschen Munition. Ich weigere mich, weitere Ausbeute zu tragen. Ist okay. Ist ja auch nur Munition. Dann gehen wir mal weiter. Du heilst dich nochmal.
Und da hinten steht noch einer, den machen wir gerade fertig. Wir brauchen nur einen Schlag. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Das Wichtigste ist halt, dass wir treffen. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Wir hätten ihn noch austrinken können. Stimmt. Mein Fehler. Und WT-Raub und auf ihn. Stehen bleiben und stehen bleiben und Geld her. Der Hunger wächst in mir und mein Tod hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. Das habt ihr getan. Okay, der ist in die Wand geglitscht. Ich lasse euch lebendigen Leibes entkommen. So, und da ist noch einer. Den kriegen wir jetzt auch noch tot. Wobei, warte mal. Trink ihn aus. Christoph glitscht gerade wieder ein bisschen. Seht ihr es? Goldnuss nehmen wir. Der war schon tot, Christoph. Muss nicht nochmal draufhauen. Aber ich glaube, eventuell hat sich die Animation des Zuschlagens aufgehangen und jetzt konnte er sie beenden. Deswegen hat er geglitscht. Okay, wo wollen wir lang? Da lang oder hoch? Ich sag da lang. Ah, da geht's durch die Sonne. Du hast Pfeil und Bogen. Nicht in die Sonne laufen, Leute. Du hast irgendwie noch nicht kapiert richtig, wie ein Bogen funktioniert, oder Serena? Das ist eine Fernkampfwaffe, du musst nicht in die Sonne laufen. Ah.